Das Titel Wonderful World reflektiert das Stück, aber es ist auch ein Kontrast auf was passiert in das Stück. Ich bin Kinson Chan und ich bin der neue Direktor der Semper Oper Ballett. Ich bin Martin Zimmermann, Gastchoreograf für Wonderful World. Unsere zwei unterschiedliche Welten, Ballett und Zirkus, das ist vielleicht auch wie unsere Freundschaft. Wir kennen uns schon seit lang und war unglaublich neugierig und super interessiert auf Martins Arbeit. In meiner Kunstform habe ich schon immer Tanz, Theater und Zirkus gemischt. Was hat Ballett zu tun mit der Zirkuswelt? Weil Zirkus ist etwas sehr Offenes, es ist viel offener als man denkt. Für uns die Kostüme von Wonderful World zeigt die Individualität von jeder Person in das Stück. Für uns das war unglaublich wichtig, dass die Truppe ist eine Gruppe voll mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Anja Jungheinrich macht für uns die Kostüme und hat das gestaltet und hat so eine riesige Auswahl für uns gemacht. Das sind Figuren, die wir entwickeln. Es geht ums Individuum zuerst und dann um die Gruppe. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass es wirklich ein Figurentheater am Anfang ist. Sie sind tragisch-komische Figuren. Ich benutze oft das Wort Silhouette, weil eine Silhouette von einer Figur, wie sie ist, wie sie läuft, was sie anhat, was für Kleider sie hat, erzählt eigentlich alles über diese Person. Es ist ja eine textlose Kunstform, es ist eine Bilderwelt, es ist ein Gedicht in Bewegung. Das ist sehr berührend, bewegend und ja, es gibt viele Emotionen im Saal. Wonderful World, ja, das ist so eine Karikatur auf unsere Zeit heute. Für alle die Künstler und auch für das Publikum hier eine neue Entdeckung, wie Tanz kann sein.